Hey Wagyu, was geht ab? Willkommen bei einem neuen Video von den dünnsten Marokkaner in ganz Deutschland. Heute sind wir auf einem Videodreh von Farid Bang und Skandal. Es ist endlich passiert. Was machst du, du kleiner Junkie? Ich mach grad Video, ihr Penner. Das gewalttätigste Lied des Jahres, glaube ich. Auf jeden Fall, ich mische heute mit Behind the Scenes von Der Wallet. Ihr wisst doch, Sneak Peek, Leaks. Und jetzt mach ich wieder diese ganzen Hurensohn-YouTuber. Ihr wisst, wir brauchen einen gefährlichen Wagen, deshalb hier ist der Access. Boah, ein marokkanischer Lowrider, Gova. Schauft euch den rein, Gova, wie sexy der aussieht. Leckerer Wagen. Und jetzt geht's ab nach Düsseldorf. Generation, wir sind die von Lahen. Ja, hier im Block gibt's kein Vitamin D. Die Schafe im Anzug von Olympic-Maße. Ey, kannst du ein bisschen Musik anmachen? Ist langweilig. Geht nicht, das alte Auto? Keine Möglichkeit. Aber ich klär das schon, warte. Wie du klärst das? Oh, wo ist die Mutharmonika, Gova? Oh, ich bin nur auf Handinstrumente, Bruder. Nur mit einer Hand spiele ich die. Och, du Scheiße, Gova, gefährlich. Ich hab das schon mal im Leben gesehen, ne? Dankeschön, mir geht schon viel besser, Bube. Ich hab Kopfschmerzen. Oh, wie kann man so ein Huren so sein, sowas spielen? Zeig mal, wie das aussieht. Ich hab ein Instrument dabei. Tasche. Das ist aus wie ein Wape, Gova. Ich geb euch jetzt Schuck Knight von Düsseldorf. Bitteschön. Was geht ab, Leute? Ich bin hier gerade bei Hassan Friseur mit Walid. Wir werden heute einen ganz wilden Clip machen, nur mit Männern. Die sehen alle aus wie der hinter uns. Nur mit maskierten Männern. Wie ein Raub. Unsere Clips sehen nur aus wie eine Straftat. Wenn ein Video nicht wie eine Straftat ist, das kommt direkt raus. Wir lieben es gewalttätig, Leute. Der hat gesagt, wir holen die ekligsten Gestalten aus Düsseldorf. Und er war heute zufrieden. Was sagst du? Wir wollen in unsere Clips nur Gewaltsachen machen. Und wir wollen nur Waffen, Gewalt, Motorräder, Schlägereien, Drogen. Alles nur verherrlichen. Wir wollen nicht mehr, wenn zum Beispiel einer in seine Zeile hat so einen guten Satz, ja, mach deine Schule weiter, das wird direkt gestrichen. Wir wollen gecancelt werden. Wir wollen es. Wir lieben es. Wir wollen gecancelt werden, dass wir wieder reinkommen. Also Leute, GTA-Clips machen wir. GTA Vice City Stories in YouTube. Und noch die allerletzte Nachricht, die ich euch noch mitzuteilen habe, ist, wir wollen GTA RP in echtem Leben. Der Simon Levive, der will nur am Moria Platz auch Würfelpark machen und mit Waffen bedrohen die Leute und nach Malta geschickt werden. Aber bei uns ist Malta Nador Mritsch. Govas, wir haben auch hier die wildesten Motorradfahrer. Die machen nur auf Autobahn Burnouts. Die gefallen mir zu sehr. Oh, gefährliche Dinger, Gova. Was fährt so ein Ding, Gova? 320. 320? Was war das meiste, was du gefahren bist? 320. 320? Ja. Oder hast du keine Angst um dein Leben gehabt? Bruder, das geht schnell, ne? Ja, ja. Ja, 320, ich krieg 14 Kilo, Gova. Ich wär schon längst in Marokko, Bruder. Gova, eine Frage, ne? Wenn du jetzt YouTuber wärst wie ich, ne? Ja. Wie würdest du ein YouTube-Video anfangen? Hier, du kannst das gerne in die Hand nehmen. Und einmal so, falls du jetzt kein Rapper geworden bist. Oh, aber Bruder, sieht man mich? Man sieht dich perfekt. Du musst keine Sorgen machen. Aber was mit meiner Hand? Geht die weg? Alles gut. Okay, einen wunderschönen guten Abend. Also das Video würde abends rauskommen, ne? Das ist dein Video, dein YouTube-Kanal? Mein YouTube-Kanal. Wie würdest du das Video starten? Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ihr seid wieder herzlich eingeladen auf meinem Kanal. Für die Leute, die nicht gerne gucken, ihr seid... Und für die Leute, die gerne gucken, ich liebe euch. Und für die Leute, die gucken, aber irgendwie kein Like da lassen oder kommentieren, ich aber ihr seid keine. Und für die Leute, die Hate da lassen, ihr seid noch größere. Ist das gut? Also ich könnte dir damit sagen, kein Video von dir wäre grün. Also grün ist, wenn du Geld verdienen kannst. Ja. Gelb heißt, wenn schon sagt, okay. Und es gibt Rot. Du kriegst dafür gar keinen Cent ehrenamtlich. Und bei dieser Wortwahl in den ersten zwei Minuten. Yeah.
Asozialer Marokkaner, ich bin endlich am Ziel und mach Banger-Musik wieder zu Banger-Musik. So Leute, heute ein Videodreh, 40 Jahre Haps ist hier, Govas. Diese Videodrehle, ich mal das hier rein. Allah, du willst, du so sehen Videodrehs aus. Bruder, ein Hinterhof, einfach ein Sperrmüllplatz. Ich bin einfach hier auf Holz am Stehen. Gova, das ist unser Stil, Gova. Wir mögen das genau so. Gefälscht. Allah, Welli, fick dich alle, Junge. Ein Schattenbox, seine Mutter. Ja, Alter, wie die Leute. Boah. Ja, so mag ich es, Gova. Ey, Seko. Schuf, schuf, Gova. Opas werden geohrfeigt. Hier werden gerade Bilder gemacht von den Insassen, Gova. Die werden alle in Haps reinkommen. Was ist das für YouTube? Ja, Gova. Nein, Bruder, das ist für Twitch. Gefangener 427, bitte. Der hier sitzt wegen schweren Raub, Erpressung. Der hier, Leute. Der hat Socken geklaut und dran gerochen. 15 Jahre Herbst. Alte Passbilder. Ja, wegen TikTok will jetzt Ausweis haben, wenn wir Geld überweisen wollen. Ab hier ist solche Banger-Musik, macht auch Passbilder für Kriminelle. Oh, der ist vom Gymnasium gekommen, weißt du, die haben immer Geld. Oh, der Gymnasium. Hey, eine Frage. Du hast studiert, Abitur. Ja, dass du am Ende hier land bist. Ja, was soll ich machen? Jo, Benni, was sagst du? Reichen die Komparsen, was sagst du? Wo hast du die alle her, ja? Gova, aus dem letzten Loch von Düsseldorf, Gova, Wuppertal, Bendo, 4-2. Genau das habe ich gesucht. Genau, aber jetzt machen wir eine Kooperation, wenn du willst. Ja, eine Agentur. Okay. Stopp, Polizei! Überasch ist hier, die wollen diese Video drin crashen, Govas. Die wissen nicht aber, dass sie ganz gekannt sind. Aufpassen, aufpassen! Ey, die haben gesagt, die drehen neue Treppen aus, eine Sekunde, Gova. Wir sind hier mit 100 Mann, Gova, am Chillen, Gova. Wir sind hier gerade behind the scenes, die performen gerade. Hier passiert zu harte Gewalt, glaube ich, Gova. Boah, ist das Willi? Ey, wer ist wer hier, Govas? Kennt ihr mir das in die Kommentare? Schreibt mir das Video auf ich später nach dem Video raus. Aber man sieht doch gar nichts bei dir. Was ist das für eine Helligkeit? Kleine Vlogs, die müssen dunkel sein. Da darf man nichts erkennen. Oder kein WLAN, kein Internet. Nix. Kein Tmir kommt rein. Nix. Nur Minus, Govas. Was machst du denn jetzt mit den YouTubern hier? Was hast du denn vor? Gova, wenn ein YouTuber es wagt, wild zu machen, seht ihr diese ganzen maskierten Leute, ich hole euch in den Keller rein mit denen und dann surfe ich gerade für euch. Hey, Gova, wir haben einfach hier eine Granate bekommen. Was ist das, Gova? Sprengstoff und Lucky Luke, Gova. Zeig mal. YouTuber, die machen im Moviepark, in Disneyland, der macht einfach mit Marokkaner mit Stomach. Das ist mein Stil, Leute. Ich will nicht nach oben, ich will nach unten, noch tiefer. Oder ABK ist hier, Gova. Der ist auch am Start, der ist am Vlog. Ich gehe Haps 10 Jahre rein für YouTube. Als Strafe. Was gehört, Gova? Bruder, wie geht's? Kannst du mir einmal Haare schneiden, bitte? Ja, bitte. Ja, klar. So, Leute, ich mache einen wilden Maskenschnitt. Dass ihr wisst, bei Hassan, hier, wir schneiden nur über Maske drüber. Die Jacke. Oh, die ist vom Fahrrad, ne? Ich hab alles verkackt. Ey, Spaß! Hassan, wie geht's? Ich kam heute. Och! Ey, gib mal eine Sonnenbrille. Ach! Ey, Leute! Habt ihr schon mal Friseure gesehen, wo Uhren mehr wert sind als von Rapper, die laufen mit Icewatch rum? Bei Hassan Friseur, Bruder. Hassan Eleganz. Guck mal, nur sein Mitarbeiter. Guck mal, weiter. Ja, Bruder. Manche Leute rappen 14 Jahre, 15 Jahre, die haben nicht seine Uhr an. Das gibt's nur bei Hesse Eleganz in Metropstraße 10. Kommt vorbei. An alle Bankräuber, an alle Automatenspringer. Kommt mit Sturmmaske, ist kein Problem, ne? Nein, nein. Kein Überrasch, nix, ne? Nein, nein, kein Problem. Kein Problem, Leute, kommt vorbei. Wir sehen uns, check it up. Und ich zeig euch das Endergebnis gleich. So, Leute, der hat mir jetzt Seiten auf Null gemacht mit Übergang. Boah, sieht gut aus. Schokolade, ne? Warte, Bruder, warte. Wir sind noch nicht fertig. Och, du Scheiße, da hält mir eine Knarre an den Kopf. Zeig mal diese Kabels. Leute, ihr werdet sogar abgeknallt hier. Aber wir sind zu gefährlich. Es passiert nichts. Boah, danke schön, Bruder. Jetzt kann ich zum Videodreh gehen, ne? Korrekt, Bruder.
Shukran, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und hier seht ihr noch erfolgreicher Friseur als die wenigen Rapper, die 35 Jahre TikTok tanzen. Wir haben sowas nicht. Herz entscheidet nur Haare, Gova, der hat 3 davon. Leute, ich habe das perverseste Outfit meines Lebens gesehen. Ewulla, komplett aus Leder, seine Mutter. Boah, Gova, was für ein altes Hemd, das gefällt mir so sehr. Ich hoffe, das ist für mich wie Mantel, weißt du ja, ne? Wie willst du dieses Hemd tragen? Wann willst du das tragen? Vor Sex. Nur so trägst du das? Bei erster Nacht der Hochzeit danach, dieses Hemd. Diesen Hemd, direkt das, so direkt ja. Hart geht mit Sadomaso, ne? Und Stutzen. Und was für Stutzen? Von welcher Mannschaft? Von FC Barcelona. Oder vom BVB wegen Schwarz-Gelb, dass das passt. Oh. Was sagt ihr? Bald seht ihr mich nur noch in Videos mit diesen Hemden Leute beleidigen. Gefährlich. Dankeschön. Wir gucken mal, was hier abgeht. Und hier auch. Er ist mich am Fotografieren wie Spiegel TV. Auf jeden Fall. Wir sind schon hier alle. Wir reiten. Ohne Ende. Sag mal, Marwena. Marwena? Yes. Bruder, hol mich mal. Gabo! Bruder, ich bin selber nur hier Asyl, Bruder. Aber Leute, hier geht's ab. Was sagst du? Wer ist Special Guest? Der Spezialgast ist böse Mann, der LKW-Fahrer. Sag nicht, der böse Mann, der LKW-Fahrer, der kommt auf Bühne gleich. So Leute, vor dem Auftritt, ich muss mich ein bisschen aufwärmen mit Babypuder und Head & Shoulders Shampoo. Ich bin Security von Skandal heute. Gleich muss ich aufpassen, nur mit diese hier, weißt du hier noch, ne? Du bist nicht eingeladen, raus, du, weg. Leute, ich mach kurz Euro-Training. 3-4 Stück mit Head & Shoulders, deine Mutter. Und mit Babypuder noch. Als Strafe wird der Bizeps kurz zum Brennen gebracht. Eine Frage nur, was sagst du zu meiner Kamera? Gova, ich sag dir ehrlich, ich dachte erstmal, das wäre eine Mikrowelle, aber die geht auf jeden Fall fit. Der Gova, heute sein Auftritt. Heute? Ich will heute, dass du nun die Fans mit Schienbein bedrohst. Kann ich nicht machen, Bruder. Ich will heute reinspringen, nackt. Reinspringen, nackt? Nackt, reinspringen. Boah, was sagst du dazu? Bist du dabei oder nicht? Ich bin auch dabei. Hast du einen Steintanker noch? Ein was? Ein Tanga. Ich habe nur Dreieckunterhosen da, von früher, mit in Arsch rein, so Dreieck. Als du dachtest noch vor 2 Jahren im Gummiplatz, ja. Heute sich gesehen gerade, wie ja. Bernabeu. Ja. Wie fühlt sich das jetzt an mittlerweile? Gova, ich sag dir ehrlich, ich werde dir sagen, ich fühle mich gut, ne? Aber ja. Das wäre gelogen, weil ich bin immer noch im Gummiplatz. Das hat sich geändert, Leute. Ich bin immer noch da, leider. Vor ein paar Wochen habt ihr immer noch gesehen, da war der gleiche Tischtennisplatz wie vorher. Immer noch streiten wir uns um Chimsas, wir sind am Dribbeln wegen wer geht Pipas kaufen. Das hat sich nichts verändert. Ja, Tischtennisplatte, eisige Wetter, Keller, Haare schneiden. Gummiplatz. Wie hast du überhaupt Capo in den Keller gebracht überhaupt? Millionäre werden sogar in den selber, Keller gebracht. Du weißt doch selber, wie das bei uns läuft. Wie oft haben wir andere Leute einfach, die haben nichts mit dieser Gebüscheinheit zu tun, die sind da einfach hängen geblieben. Okay, geht ab. Viel Spaß, Bruder. Danke, mein Bruder. Reiß ab, Gova. Mach. Konzert vorbei, auf meine Mutter krank, Farid alle geisteskrank. Echt Blamage, deutscher Rap in den letzten Jahren, deine Kämpfergage ist auf Tour für mich ein schlechter Abend. TikToker, ich werd euch Bettler anspucken, denn für Rosen fickt man euch wie ne Bachelor-Nutte. Ich komm aus dem Nobelclub, du aus der Drogensucht, und wenn der Bulle muckt, sag ich ein alter Bohnenmuck. Du könnt auch den Algorithmus austricksen und auch Mehrsicht benutzen. Mich zum Drehen hier. Guckst du dieses Video? Was habe ich hier? Du hast diesen Rangsverschluss. Mich. Klickst auf dieses Video, lässt kein Like. Kein Boah, Kommentar. Was habe ich gemacht? Raja, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht, dass du mir kein Like da lässt? So, und für die Leute, die einfach nur draufgehen und haten, Bebesch ist ein richtiger. Noch was an alle YouTuber, ne? Wenn ihr frech seid, ich hole nicht Waffen, ich hole nicht Cousins, ich hole niemanden, ich hole nur diesen Daumen hier. Ja, gegen die Wand hier. Zeig mal den normalen Daumen, nochmal Daumen hoch. Oh, nein, du musst ihn so zeigen, du musst ihn so. Oh, was für ein dicker Daumen, Daumen sind drauf. Bald bist du auch bei seinem Videodreh, Gova. 400.000 Euro im Ghetto. Knall mal 4 enge Bars.
kicke immer noch die Bälle im Anzug von Liverpool. Weiter jeden Schritt, den ich mache, nennt sich den Interpol. Eintrag, Tag, Tag und werde mit der Zeit mehr belohnt. Krips sind mir an den Fersen wie das Nike-Air-Symbol. Ja, Gi. Bruder, aber was ich sagen wollte ist, ne? Eine Sache habe ich von dir gelernt, ne? Ich finde das richtig gut. Ab und zu, wie du deine Skandalisten motivierst, Sachen zu machen. Ja. Die möchte ich auch jetzt gerne anwenden bei meinen Zuschauern. Du machst auch sehr charmant. Genau. Also du bedrohst, aber es ist trotzdem nicht eine Bedrohung, Gova. Das ist ich so. Ich drohe nicht direkt. Guck mal, das Ding ist, meine Skandalisten lieben mich über alles. Ja, das und ich liebe meine Skandalisten über alles. Ja. Der große Unterschied, wie ich mit meiner Community rede, ist, was viele nicht haben. Die haben keine Bindung zu ihrer Community und nennen ihre Community beispielsweise Fans. Ja. Wie nenne ich meine Community? Familie, Freunde. Weil meine Skandalisten, die mich wirklich lieben und mögen, Bruder, das sind meine Freunde, das ist meine Familie, das sind Leute, die sind der Grund, warum ich erfolgreich werde oder bin. Ja, Mann. So, weißt du, wie kann ich dann sagen, das sind meine Fans, Bruder? Stimmt auch. Ich finde, Fans ist so voll das. Ich habe auch voll oft angerufen, hast mir gesagt, ey Bruder, ganz kurz, ich bin jetzt gerade im Call mit meinen Skandalisten im Discord. Deshalb sehe ich auch bei denen, nimmt sich voll viel Zeit für die Leute und redet euch, antwortet euch auf Nachrichten. Ich mit dem bin manchmal im Auto auch. Der ist einfach stundenlang, der antwortet mir manchmal nicht, sagst du mir, Bruder, warte kurz. Ja, der ist nur am Anfragen beantworten. Erklär dir auch warum, weil guck mal, es ist sehr, sehr schwierig, jeden auf Instagram zu antworten. Ja, deswegen versuche ich dann beispielsweise den Leuten auch auf TikTok zu antworten, indem ich live gehe, indem ich auf Kommentare reagiere, indem ich bei Insta live gehe, indem ich auf Twitch live gehe, indem ich auf Discord live gehe. Du machst alles, Gova, ne? Das mache ich einfach nur, weil manche Menschen kommen zum Beispiel über Insta nicht an mich ran, weil ich zu viele Nachrichten bekomme. Ja, ja. So, dann haben die aber die Möglichkeit, über Discord einfach an mich ranzukommen, weil im Discord habe ich nicht so viele Anfragen wie auf Insta. Ja, ja, stimmt, so einfach nur, damit ich mit jedem reden kann. Und das ist für mich A und O. Wir gehen jetzt drauf, Govas, auf eine harte Mission. Wir schleichen uns an von der Seite und wir filmen, was hier passiert, Govas. Hier ist Arwena de Charmela. Aber hier. Die Motorräder stehen bereit. Warte. Ich bin hier mit Hassan. Hassan hat heute gezeigt, dass ganz Düsseldorf denen gehört. Falls irgendwas kommt von Stadt Düsseldorf, Hassan Eleganz ist für alles verantwortlich. Auf jeden Fall, aber das ist auch kein Problem, weil seine Mitarbeiter... Nein, Bruder, keine Sorge. Deine Mitarbeiter habe ich heute gesehen, die trinken alle Rolex. Kein Problem, das zahlst du aus Portokasse. Ansonsten, wir gehen zusammen nach Maghreb, Gova. So Leute, ich störe jetzt Benny bei der Arbeit. Eine Frage, Bruder, wie teuer ist diese Kamera? Mit Linse? Alles drum und dran. Ich glaube, die Linse ist teurer als die Kamera. Wie viel Euro ich zahlen hören? 7.000, 8.000. Und die Linse, ich glaube so 12. Ah, Gova, wilder Schnapp. Ey, Jungs, habt ihr das gehört? Der ist danach allein. 12 Euro, 12 Euro. Ach so. Kann man klauen, ohlele, kann man klauen. Was sagst du, Gova, was kriegen wir dafür in Marokko? Na, ohlele, halbe Niere, Bruder. Halbe Niere, ne? Kompletten Mensch, Bruder. Ey, Wallah, schämst du dich nicht, Bruder? Warum? Ekelhaft, was er eben gemacht hat, Alter. Geht er mit dieser Sturmhaube Temsie da rein, Alter. Oh, 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 oh. Brother, you know Okinawa? Bro, you know Okinawa? Okinawa? Ah, no. Tokyo, Shibuya. Oh, yo. Yes, I was there. Yeah, Shinjuku. Okay. Where's your friend? Wayo! Wayo! Ciao. Yeah. Ich liebe besoffene Japaner über alles, Bruder. Japaner, wenn die Rallye sind, sind sie so lustig. So, Govas, ich zeig euch, wie man jetzt Döner bestellt mittlerweile. So, ist gut? Ja. In Düsseldorf, wir gehen nur mit Sturmmaske Döner bestellen. Hände hoch oder Döner? Er soll beim Glasmilch bleiben, Bruder. Er kann ja besser.